Es soll mir keiner sagen, dass sein Unglaube Format hätte, wenn er mir nicht nachweisen kann, dass er mindestens die Hintergründe des Neuen Testamentes durchdacht hat. Darf ich denn das wiederholen? Es soll mir keiner kommen und sagen, dass sein Unglaube Format hätte, wenn er nicht bereit ist, den Hintergründen des Neuen Testamentes einmal auf den Grund zu gehen. Der Unglaube, der aus Leichtfertigkeit geboren ist, ist Wurschtigkeit und ist nicht ernst zu nehmen. Das möchte ich alle denen ins Tagebuch schreiben, die meinen, mit so ein paar passenden Bemerkungen die Kirche verlassen zu können. So einfach geht man mit dem Phänomen von 2000 Jahren nicht um. Das hat mit Glauben noch gar nichts zu tun. Das hat was mit intellektueller Redlichkeit zu tun. Das hat was mit Ernstnehmen zu tun. Wir wollen nicht leichtfertig die Sache ablehnen, aber auch nicht leichtgläubig annehmen. Leichtgläubigkeit ist der Glaube der Schwärmer. Leichtgläubigkeit ist der Glaube, der die Härte des Lebens niemals bewältigt. Und Gott bewahre mich vor der Leichtfertigkeit des Unglaubens und bewahre mich vor der Leichtgläubigkeit der Schwärmer. Schwärmer werden daran erkannt, dass sie nicht nachdenken wollen. Man kann Dinge nur auf den Grund gehen, das bitte ich genau zur Kenntnis zu nehmen, indem man sich müht, nachzudenken. Von Herzen glauben heißt im Grunde genommen, in der Mühe des menschlichen Denkens, in der Mühe, an die Stelle heranzukommen, von woher das Leben gestaltet wird. Und das Leben wird entscheidend gestaltet von Gedanken. Entscheidend. Und zwar entscheidend von Gedanken, die man uns vorgedacht hat und denen wir im Grunde genommen nachgelaufen sind, ohne sie zu kontrollieren. Aber wir kommen nicht dran vorbei, immer wieder zu fragen, uns persönlich zu fragen, wie das eigentlich mit unserem Leben und mit der Gestaltung und mit der Steuerung unseres Lebens ist. Und darüber muss nachgedacht werden. Wir stehen damit bei dem Thema, wer nicht denkt, kann nicht glauben. Normalerweise heißt ja die Redensart, wie mir ein junger Mann sagte, wer denkt, der kann eben nicht mehr glauben. Und wer glaubt, so sagte er weiter, wer glaubt, der muss eben sein Denken an eine Garderobe abgeben. Dies ist die Meinung, die vorherrscht. Erstens, der Kampf Denken und Glauben ist entschieden. Seit Jahrhunderten tobt durch Europa ein gewaltiger Kampf. Der Kampf Denken gegen Glauben. Glauben gegen Denken. Naturwissenschaft gegen Theologie und Theologie gegen Naturwissenschaft. Ich nenne die großen Naturwissenschaftler der Neuzeit, ob das Kopernikus war oder Galilei, ob das Newton war oder Einstein, sie alle sind hineingerissen worden in die Auseinandersetzung um Glauben und Denken. Alle. Bis zur Stunde. Und seit Jahrhunderten ist das Denken in einer Weise im Vormarsch, dass einigen Leuten des Glaubens regelrecht Angst und Bange werden kann und wurde. Und dieser Marsch des Denkens ist so zwingend gewesen, dass die Kirche eine Verteidigungsschlacht nach der anderen aufbaute und eine Schlacht nach der anderen verlieren musste. Und man lese einmal in der Kirchengeschichte der jüngeren Zeit der letzten 400 Jahre nach, was es für verbitterte und erbitterte Kämpfe gegeben hat und geben musste. Die Schlacht, die hier ausgetragen und ausgetobt wurde, geht mitten durch unser Leben hindurch. Und wenn heute in der Bundesrepublik ein Kirchenbesuch von 5% ist in der evangelischen Kirche, nach Jens Brockmüller, dem Jesuiten, die katholische Kirche hat einen Gottesdienstbesuch von rund 40%, dann hat das etwas mit dieser heimlichen Schlacht zu tun. Der Schlacht zwischen Glauben und Denken. Und der Satz muss heißen, die Schlacht ist längst entschieden. Wer leben will, muss denken. Und wer es sich leisten kann, der kann ja glauben. Aber das Leben wird bestimmt vom Denken. Und diesen Nachweis möchte ich jetzt führen.
Wenn ein Kind zur Schule geht, dann wird es zur geistigen Arbeit erzogen und die Eltern, und wenn sie noch so fromm sind, und die Eltern setzen darauf, dass das Kind nicht glaubt, das kann es ja auch machen, sondern erstmal die Schularbeit macht und denkt. Und das ist ein unerhörter Vorgang, wenn ein Kind anfängt, das Denken zu entdecken. Es gibt natürlich auch einige Leute, die werden 80 und haben es noch nicht entdeckt, nie. Aber normalerweise wird es entdeckt. Man fängt an, sich zu quälen, und man kann plötzlich die große Entdeckung machen. Man kann also denken. Man kann also die Welt aufschlüsseln vom Denken her. Man kann zum Beispiel den Raum Deutschlands sich öffnen durch die Geografie. Man kann sich den Raum Europas öffnen durch die Geografie. Man kann sich den Raum der ganzen Welt öffnen, des ganzen Weltalls, durch die Astronomie. Man kann sich die Welt der Lebenswirklichkeiten eröffnen durch die Physik. Man kann sich hineinbegeben in die Chemie und in die Biochemie. Man kann heute in der Computertechnik Dinge denken und darauf Dinge gestalten, von denen wir vor 40 Jahren noch nicht wussten, dass das überhaupt gab. Wir können heute in der Astronomie ins Weltall sehen und haben neue, das sind die neuesten Berechnungen, die jetzt von Van Palermo gekommen sind, dass wahrscheinlich der Kosmos doch noch weiter ist als geahnt, wahrscheinlich doch 18 Milliarden Lichtjahre. Wir haben in der Hochfrequenz, also in diesem Beschleuniger, der bei Hamburg steht, neue Probleme entdeckt innerhalb der Physik, von denen wir vor 4 Jahren noch nicht wussten, dass es das gibt. Es gibt in Tübingen zurzeit ein Experiment zum Fragen der Genetik. Wir entdecken völlig neue Zusammenhänge. Die klassische Psychologie, die erst in diesem Jahrhundert geboren wurde, bricht zusammen angesichts dieser neuen Genetik. Wir stehen auf medizinischem Gebiet auf völlig neuen Entdeckungen. Wir gehen einer Rasanz entgegen, von dem wir vor 10 Jahren noch nicht wussten, dass sie auf uns zukam. Dies alles durch die Macht des Denkens. Und das beginnt in der Schule. Diejenigen werden das Volk gestalten und prägen, die denken können. Und diejenigen werden Führungsansprüche anmelden, die in der Lage sind, exakt und präzise den Dingen gedanklich auf den Grunde zu gehen. Das stimmt in jedem Bereich. Und viele unter uns wissen noch gar nicht, wie unerhört viel sie denken könnten, wenn sie nur geschult würden und wenn sie sich hineinnehmen lassen würden in die Welt des Denkens. Aber, und das ist jetzt entscheidend, während der Bereich des Denkens heute zwingend ist, und keiner unter uns einen Schritt gehen kann. Es gibt keine Sicherheitsnadeln und es gibt keinen Schritt auf die Straße. Es gibt keine Fahrschule, es gibt nichts, wo sie nicht zum Denken gezwungen werden. Sie werden also damit faktisch zur Würde befördert, nämlich auch wirklich zu denken. Und es kann ihnen nichts Dümmeres passieren, als denken zu können und das Denken nicht zu gebrauchen. Es kann ihnen nichts Dümmeres passieren, als da, wo sie denken, plötzlich nicht mehr zu denken. Und stattdessen zu glauben, bloß weil man zu faul ist zu denken. Ich sage, es kann Ihnen nichts Dümmeres passieren. Und wie viele fromme Leute sind hier schuldig geworden? Anstatt zu denken, fingen sie plötzlich an zu glauben. Ich sage, während also auf der einen Seite der Bereich des Denkens immer mehr sich ausbreitet und von Kindesbeinen an das Kind getrimmt wird aufs Denken, der Schüler getrimmt wird aufs Nachdenken, je exzellenter und präziser, desto besser, haben wir also mit dem Wort Denken das Wort Klarheit verbunden. Wenn ich jetzt also ein Bild malen würde, dann würde ich ein offenes, klares Fenster malen und dieses Fenster das Denken nennen. Darum hat Denken und Licht etwas miteinander zu tun und darum sind die großen Zeichen des Leuchtens und die großen Zeichen des Denkens zusammengebunden worden und man nennt einen Menschen, der denken kann, einen hellen Kopf. Man nennt bestimmte Erscheinungen in der Geistesgeschichte, dass dort ein Stern aufgegangen sei. Das heißt, ein Licht, ein Durchblick. Und Licht und Durchblick und denken können und begreifen können und Durchschau haben, ist eine dasselbe. Während wir also beim Denken gleichzeitig Klarheit haben, Wissen und Präzision, sagen wir gleichzeitig, dass mit dem Denken auch das Leben gestaltet werden kann. Mit dem Denken wird diese Erde gestaltet. Folglich, und dies bitte ich Sie jetzt genau zu hören, jeder unter uns, der denkt, ist gleichzeitig beteiligt an der Gestaltung des Lebens. Anders ausgesprochen, wer Leben gestalten will, also sein eigenes Leben und das Leben eines anderen und das Leben, meinetwegen der Landwirtschaft, das Leben der Finanzen, die Wirklichkeit eines Volkes, muss nachweisen, dass er die Dinge durchschaut und begreift. So gehört Lebensgestaltung und Denken unauflöslich zusammen. Es muss also weiter gesagt werden.
Es kann von einem Menschen, der denken kann, auch erwartet werden, dass er die Welt gestaltet. Aber jemand, der nicht denken kann, soll bitte die Finger davon lassen, das Leben zu gestalten. Denn er macht das Leben kaputt. Es muss weiter gesagt werden, dass unsere Zeit, unser Jahrhundert, niemals die Position des Denkens aufgeben kann. Damit auch niemals mehr die Position der Welteroberung aufgeben kann. Wir können also niemals uns zurückziehen. Wir können niemals sagen, wir wollen nicht mehr nachdenken. Wir können auch niemals sagen, wir wollen die Welt nicht erobern und gestalten, sondern weil wir denken können, müssen wir denken. Weil wir einem bestimmten geistigen Geschichtsstrom stehen, müssen wir mit und müssen weiter denken und weiter gestalten und weiter erobern. Das Ganze nennen wir die Gestaltung der Geschichte. Und dazu muss der Satz dazu geführt werden, Denken ist wirklich Trumpf. Und der Kampf um Denken und Glauben, wie gesagt, ist entschieden und keiner unter uns kann hinter dem zurück. Keiner. Und nun steht auf der anderen Seite neben der Welt des Denkens die Welt des Glaubens. Und nun, wenn ich jetzt ein Bild malen würde, beim Denken würde ich ein klares Bild malen, einen klaren Ausblick, entsteht plötzlich im Bewusstsein unseres Volkes und unserer Zeit beim Glauben ein anderes Bild, nämlich das Bild des Nebels, der Verschleierung, der Ungewissheit. Glaube hat zu tun mit Spekulation. Mir sagte jemand, Sie können ja gerne glauben, Herr Pastor. Das nimmt Ihnen doch keiner. Sie können es so sehen, Sie können es so sehen, und dann geht aber schon los. Die Moslems sehen es so, die Christen so, die Juden so, die Buddhisten so. Und jetzt kommt geradezu der Jubel des Rationalisten, der Jubel des denkenden Menschen. Nichts Genaues weiß man nicht im Glauben. Darum, und jetzt wird der einzige Satz, den man von Friedrich dem Großen kennt, zitiert, darum soll jeder nach seiner Fasson selig werden. Dass Friedrich der Große ist in einem ganz anderen Zusammenhang gesagt hat, weiß man nicht, weil man nicht nachdenkt. Aber das wissen die Leute. Jeder soll getrost an seinen Gott glauben, an den er glaubt, denn wissen tun wir sowieso nicht. In der Hochfrequenz, da wissen wir eine Menge. Wir wissen, wie die Mechanismen arbeiten beim Computer, das wissen wir. Aber wie das mit Gott ist, und seltsamerweise ist sich hier ganz Deutschland im Dunkeln und im Hellen einig. Und Sie und ich auch. Gott, Spekulation. Das ist reine Spekulation. Darf ich das mal so ganz freundlich sagen? Sie können doch an einen Gott glauben, wen Sie wollen. Nachweisen können Sie es doch nicht, oder? Sie können doch beten, so viel wie Sie wollen. Das will Ihnen ja gar keiner was. Wir haben sogar ein Land, wo garantiert ist, dass man beten kann, wie man will. Nur sagen Sie nicht, dass Sie was wüssten. Nein, das wird geglaubt. Sie können es so machen, Sie können es so machen, Sie können es auch bleiben lassen. Ist im Grunde genommen egal. Wissen tun sie auf jeden Fall nichts. Ob Jesus ein Aufständler war oder ein Prophet, ein Student sagte mir, ob er Messias war oder ein hergelaufener Handwerker, wer weiß das denn? Die Historiker, die Philologen, die Theologen aller Konfessionen bemühen sich pausenlos, um eine Antwort zu finden. Religionsunterricht, wie sagt mir ein Vater, schön und gut, Herr Vollmer, schön und gut. Aber wenn was ausfällt, Mathematik darf nicht ausfallen, sondern was fällt aus? Religionsunterricht. Weil es im Grunde genommen, naja, was soll's schon. Der Kampf Glauben und Denken ist längst entschieden. Glauben ist Nebel, ist Ungewissheit, ist Spekulation, Wissen ist Klarheit. Nun kommt aber die Folge. Wenn der Glaube an Gott, wenn das ungewiss ist, wenn das Nebel ist, wenn das Spekulation ist, dann kann man auch für das Leben nichts damit anfangen. Das ist die Folge. Folglich soll die Kirche doch nicht so tun, als wäre sie unerhört praktisch. Das Einzige, was die Kirche heute noch darf, ist ein bisschen Moral anliefern. Mir sagen Eltern, wissen Sie, wir haben ja nichts dagegen, wenn Sie in die Kirche gehen, da lernen Sie ja nichts Schlechtes. Ein bisschen Moral, ein bisschen Anstand, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, am meisten lieb dich selbst, nicht? Und seid nett zueinander, Hamburger Abendblatt, nicht? Dafür muss die Kirche herhalten.
So ein bisschen Sozialfürsorge, ein bisschen Caritas, ein bisschen Brot für die Welt, ist doch alles in Ordnung. Nur, die Kirche soll nicht so tun, als hätte sie eine gewisse Sache zu sagen. Sie hat Spekulation. Und nun nehmen Sie es bitte mit. Und genau in diesem Zeitgefühl leben wir heute. Die Kirche hat längst verspielt. Längst. Und es gibt einige Kirchenfürsten, große und kleine, die wollen es immer noch nicht wahrhaben. Die Kirche hat längst aufgehört, in dieser Welt eine Rolle zu spielen. Sie hat höchstens die Rolle des Moralpredigers und die ist lästig genug. Und dann noch bei einigen schwachen Punkten, wo der Staat und die Gesellschaft keine Lust hat, da kann die Kirche ja zupacken. Aber Lebensgestaltung, keine Sorge. Die Lebensgestaltung wird durchs Denken garantiert und nicht durch den Glauben. Glaubensnebel garantiert keine Lebensgestaltung. Fragen Sie mal einen Atomphysiker, fragen Sie mal einen Psychotherapeuten, fragen Sie mal einen Mediziner, fragen Sie mal einen Pädagogen. Gehen Sie heute an die Universität, fragen Sie die junge Generation, wenn Sie ehrlich sind, und fragen Sie Ihr eigenes Herz, wenn es hart auf hart geht. Wo klopfen Sie an? Bei Leuten, die glauben, oder bei Leuten, die was wissen? Wo klopfen Sie an? Ich bitte Sie um innere, nüchterne Bereitschaft und Auskunft. Das naturwissenschaftliche Jahrhundert hat längst seinen Tribut gefordert und wir haben diesen Tribut bezahlt. Wir beugen uns vor der Wissenschaft und man kann jeden Mist verkaufen, man muss bloß einen Doktor davor setzen, sagte vor kurzem ein Werbemanager. Die Schlacht Glauben und Denken ist längst entschieden. Das Denken hat gewonnen. Darf ich Sie bitten, bevor ich zum Zweiten komme, haben Sie den Mut, sich selbst mal zu fragen. Wie viele Kapitel Bibel lesen Sie denn am Tag? Wie viele Stunden Gebet haben Sie denn? Wie viel Leidenschaft bringen Sie denn für Gott auf? Und was wissen Sie von ihm? Und müssen wir nicht ehrlich sein, Sie und ich? Die Sache ist sehr neblig geworden. Darf ich diesen Punkt abschließen? Die Auseinandersetzung Glauben und Denken ist längst entschieden. Das Denken ist auf dem Vormarsch, der Glaube auf dem Rückzug. Zweitens. Ich muss ein Missverständnis klären. Das Wort Glauben hat in der deutschen Sprache wirklich diesen Sinn, den ich eben gebraucht habe. Nichts Genaues weiß man nicht. Und dieses Nichts Genaues weiß man nicht, kann wirklich keinem Menschen zugemutet werden, als Lebensgrundlage zu dienen. Wenigstens nicht im gesunden Menschen. Nichts Genaues weiß man nicht, kann nicht als Ausgangspunkt eines jungen Manneslebens gefordert werden, um daran sein Leben zu hängen. Es geht wirklich nicht. Und ich bitte Sie deswegen, die junge Generation nicht anzumisten. Sie können wirklich nicht mehr. Oder die jungen Leute würden leichtgläubig, dann ist mir sowieso unheimlich. Das Neue Testament, und dies muss ich jetzt klären, dieses Missverständnis muss ich klären. Das Neue Testament versteht unter Glauben etwas völlig anderes. Und diese Klärung bitte ich Sie heute mitzumachen, unabhängig davon, ob Sie das existenziell durchspielen wollen oder nicht. Ich bitte Sie nur heute Abend um eine sprachliche Klärung. Das Hauptwort des Neuen Testamentes heißt wirklich Glauben. Aber das Wort Glauben, das im Neuen Testament so groß geschrieben wird, dass Glauben so viel heißt, als wenn in dieser Haltung das ganze Leben zu haben sei. Das ist die Botschaft des Neuen Testaments. Hat in der deutschen Sprache eine Verschiebung erfahren, eine Wortverschiebung, und dies muss geklärt werden. Es ist geradezu eine falsche Übersetzung erfolgt. Und das bitte ich Sie jetzt genau zu hören. Während in der deutschen Sprache Glauben so viel heißt nichts Genaues, weiß man nicht, heißt im Griechischen das Wort Pisteuein. Glauben heißt Pisteuein. Pisteuein aber meint etwas anderes als spekulieren. Und von hierher resultiert der merkwürdige Kampf Glauben gegen Denken, weil dies im Tiefsten ständig falsch übersetzt wurde. Darf ich das mit einem Bild sagen? Stellen Sie sich vor, ich gebe im Urwald einem Schwarzen diese Uhr und sage, wenn er fragt, was ist das, dann sage ich zu ihm, dies ist ein Rollschuh. Er hat ja nie anders gehört, dann sagt er zu diesem Gegenstand Rollschuh. Sie kommen 4 Wochen später in Urlaub, kommen nach Afrika und überlegen Sie sich mal das Bild. Sie treffen ihn und sagen, was hast du da Schönes am Arm? Da sagt er zu Ihnen, ein Rollschuh. Und dann sagt er Ihnen, und der Rollschuh geht ganz genau. Sie begreifen die Welt nicht mehr.
Sie sagen sich, wovon redet er denn? Bis sie dahinter kommen, der hat ein falsches Wort. Der hat eine falsche Füllung für einen anderen Gegenstand. Der nennt etwas Rollschuh, was eigentlich eine Uhr ist, und wahrscheinlich nennt er eine Uhr Rollschuh. Jetzt ist genau dasselbe passiert mit Glauben. Das Wort Glauben im Neuen Testament ist ein Starwort. Paulus kann sagen, wir werden alleine vor Gott richtig durch den Glauben. Und Jesus kann sagen, dass wir alleine durch den Glauben Kontakt haben mit der ewigen Welt. Durch den Glauben. Wir kommen an die Person Jesu nur heran durch den Glauben. Aber was ist Glauben? Und dies muss ich erklären. Zum Glauben gehört also erstens eine Mächtigkeit außerhalb von mir. Zweitens eine Mächtigkeit, die zu mir kommt. Und drittens eine Mächtigkeit, deren ich mich öffne und die dann über mich Gewalt gewinnt. Dieser ganze Vorgang zusammen wird neutestamentlich Glauben genannt. Jetzt heißt die Sache also weiter. Woran bindet sich denn ein Mensch? Das heißt, woran liefert sich ein Mensch aus? Antwort: Ein Mensch liefert sich aus an Dingen, von denen er das Leben erwartet. Er kann also sagen, ich erwarte das Leben von einem Menschen und öffnet sich diesem Menschen, und jetzt wird das Neue Testament sagen, und er glaubt. Der Mensch kommt also hinein ins Leben und nimmt Einfluss. Zum Beispiel, wenn ich einen Menschen liebe, öffne ich mich diesem Menschen. Von Stund an prägt mich dieser Mensch auf. Er gewinnt mich, er füllt mein Leben. Das heißt, er ist meine Erfüllung. Und diesen Zustand nennt die Bibel Glauben. Oder es gibt Menschen, die sagen, wir erwarten die Erfüllung unseres Lebens vom Geld. Folglich öffnen sie sich dem Geld. Sie stellen ihr ganzes Leben auf Geld ein. Sie lassen das Leben ins Geld hinein. Und das Geld beginnt, über das Leben eines Menschen zu wirken. Das heißt, Geld wird Wirklichkeit und bestimmt das Leben, prägt und gestaltet es. Und zwar das ganze Leben. Und Sie können weitergehen. Ein Mensch öffnet sich seinen Kindern, seinen Vater, seinem Beruf. Sie können jetzt nehmen, was sie wollen. Oder die Kommunisten öffnen sich der Ideologie. Die Kapitalisten öffnen sich dem Kapitalismus. Ich weiß nicht, wer alles sich wem öffnet. Entscheidend ist nur, und das bitte ich Sie genau zu hören. Wenn wir jetzt von Glauben reden, dann reden wir von der Auslieferung an Mächtigkeit, die mein Leben macht. Und es ist keiner unter uns, der nicht glaubt. Jeder unter uns weiß in seinem Leben von Mächtigkeiten, die sein Leben bestimmen und machen. Es ist keiner unter uns, dessen Leben nicht gemacht wird. Durch Menschen, durch materielle Dinge, durch Sehnsüchte, durch Liebe, durch Gedanken oder wer weiß was. Und ich fordere Sie heute Abend auf, darüber nachzudenken. Was hat eigentlich mein Leben gemacht? Was hat eigentlich mein Leben gestaltet? So naiv zu sein und zu sagen, ich gestalte die Dinge, können nur Leute, die nicht nachdenken. Sie sind gestaltet. Sie sind gemacht vom Beruf, sie sind gemacht vom Geld, sie sind gemacht von der Sehnsucht, sie sind von tausend Dingen gemacht. Das heißt, sie glauben. Sie sind offen für Mächtigkeiten. Und diese Mächtigkeiten machen ihr Leben. Und nun kommt das Neue Testament und sagt folgenden Satz. Dieser Jesus ist eine Mächtigkeit. Und ein Mensch, der sich dieser Mächtigkeit öffnet, wird von dieser Macht geprägt und gestaltet. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, das heißt, wer mich in sein Leben hineinlässt, wer sein Leben sich mir öffnet, bekommt das Leben, von dem du träumst. Glauben heißt, mein Leben wird bestimmt von der Mächtigkeit, deren ich mich öffne. Und seien Sie nicht verwundert, wer Gift nimmt, muss dran sterben. Die Naturgesetze ändern sich nie. Wer sich einem feigen Menschen öffnet, wird ängstlich. Wer sich der Pausbäckigkeit eines oberflächlichen Jahrhunderts öffnet, in dem wir jetzt leben, muss oberflächlich werden. Haben Sie den Mut, diesmal zu fragen, wem habe ich mich eigentlich geöffnet und welches Schicksal muss ich ertragen? Und das ist eine Lebensauseinandersetzung. Und hier sagt dieses Neue Testament, wer sich der Macht Jesu ausliefert, trägt das Schicksal Jesu mit. Und ich will Ihnen sagen, was das heißt, sich der Macht Jesu ausliefern. Man kriegt eine völlig neue Lebensmöglichkeit. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin jetzt mit 22 Jahren getauft. Eine völlig neue Lebensmöglichkeit. Und darf ich jetzt noch einmal das zusammenbinden?
Glaube setzt voraus eine Macht, die da ist. Folglich, Jesus muss ja da sein. Zweitens, ich muss mich dieser Macht öffnen. Und drittens, diese Macht muss über mich wirken. Das heißt, es muss Auswirkungen haben, muss mich verwandeln. Das Ganze nennt man, ich bin zum Glauben gekommen. Und darf ich Sie fragen, bevor ich zum letzten komme? Zu was sind Sie eigentlich gekommen? Sind Sie zu christlichen Gedanken gekommen oder sind Sie zu einer Verwandlung gekommen? Das ist die Frage. Sind Sie zu einigen christlichen ethischen Regeln gekommen oder sind Sie zu einer Mächtigkeit gekommen, die über Ihr Leben verfügt? Das ist die Frage. Drittens, vom Denken zum Glauben. Jetzt fragen die Menschen, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir glauben? Nein. Ja, was sollen wir denn? Ich fordere Sie nicht auf zu glauben. Ich fordere Sie auf, nachzudenken. Ein junger Mann aus Hamburg kam zu mir auf eine Evangelisation, die ich in der Nähe von Hamburg hatte. Er sagte zu mir, Sie haben heute Abend davon gesprochen, dass man Christ werden soll. Er sagte, ich bin kein Christ. Ich bin auch nicht christlich. Er wusste auch warum. Und dann sagte er zu mir, was raten Sie mir denn, dass ich christlich werden soll? Da habe ich nicht gesagt, glaub. Sondern ich habe getan, was das Neue Testament tut. Und ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das Neue Testament tut. Als Jesus auftritt, hat er nicht gesagt, glaub. Er hat gesagt, darf ich das wieder griechisch sagen? Wir wollen ja nachdenken. Metanoein. Das ist griechisch und heißt auf Deutsch, denk um. Denk um. Der Nazarener hat sich nicht mit einer frommen Gefühlswelt zufrieden gegeben. Darauf sind jetzt andere Leute gekommen. Er hat die Menschen gezwungen, umzudenken. Denn im Denken liegt die Steuerung des Lebens. Sage mir, was du denkst, und ich sage dir, was du tun kannst. Dass das nicht alles ist über den Menschen, weiß ich auch. Dass auch das Triebleben dem ganzen Denken einen unerhörten Streich spielen kann, das wissen Sie wie ich. Aber, und das möchte ich jetzt übersetzen. Ich habe dem jungen Mann gesagt, denken Sie mal um. Da sagt er, wo soll ich denn umdenken? Ich sage, bis jetzt haben Sie eine bestimmte Wirklichkeit gedacht und heute Abend fordere ich Sie auf, etwas anderes zu denken. Da sagt er, was denn? Ich habe ihm gesagt, gehen Sie heute Abend nach Hause hin. Nehmen Sie ein Neues Testament mit. Da sagt er, vom Neuen Testament halte ich überhaupt nichts. Ich habe Sie nicht gefragt, was Sie davon halten. Ich habe Ihnen gesagt, nehmen Sie das Neue Testament mit. Sie sollen ja gar nicht glauben. Ich erwarte von Ihnen heute Abend nicht, dass Sie glauben. Das kriegen wir viel später. Ich erwarte, dass Sie das Neue Testament aufschlagen und Lukas 1 bis 24 einmal durchlesen. Da guckte er mich ganz groß an. Bevor er was sagte, fuhr ich fort und sagte, lesen Sie das Neue Testament durch und fragen Sie Kapitel um Kapitel, wer dieser Jesus ist. Das fragen Sie mal. Und darüber denken Sie mal nach, wer dieser Jesus ist. Für alle, die das jetzt heute Abend wirklich wollen, mit anderen rede ich ja gar nicht. Wer zum Glauben kommen will, das heißt, wer in die Mächtigkeit eines gültigen Lebens rein will, ich weiß, wovon ich rede, von dem atemberaubendsten Leben, was es überhaupt gibt, der soll nicht glauben, der soll denken. Und zwar soll er Folgendes tun. Er soll sich das Neue Testament nehmen und Lukas 1 bis 24 lesen. Mit folgender Frage. Haben Sie? Erste Frage, wer ist dieser Jesus und wer ist er nicht? Nach dem Neuen Testament, Sie können doch keine Menschen fragen, Sie müssen das Neue Testament fragen. Was will dieser Jesus und was will er nicht? Was gibt dieser Jesus und was gibt er nicht? Was geschah eigentlich auf Golgatha und was geschah nicht? Was geschah am Ostermorgen und was geschah am Ostermorgen nicht? Und was haben die Menschen damals von ihm berichtet und was haben sie nicht berichtet? Ich habe nicht vom Glauben geredet, ich habe davon geredet, dass man erst mal fragt, wer ist dieser Jesus? Ich will Ihnen sagen, wie die Geschichte mit dem jungen Hamburger ausgegangen ist. Ich habe ihm noch gesagt, als er wegging, es waren noch drei Abende von Vortragsreihen, er brauchte die kommenden drei Abende nicht zu kommen, er soll das Evangelium durchlesen und er soll sich Papier und Bleistift dabei lesen und alle Fragen, die er hätte, aufschreiben und niederschreiben und mich dann fragen. Dieser junge Mann ist nach drei Tagen wiedergekommen. Der hat gar nicht mehr im Zelt gesessen, er saß hinten im Wohnwagen. Die ganze Zeit. Und sagte zu mir, mir ist das Erschütterndste passiert, was bis jetzt in meinem Leben mehr passieren konnte. Ich sage, was denn?
Er sagt, ich habe in eine Welt hineingeblickt, von der ich überhaupt noch nicht wusste, dass es die gibt. Und dann sagt er wörtlich, Sie ahnen nicht, was ich durchgemacht habe. Sehen Sie, darum geht das. Er ist dann zum Glauben gekommen. Wirklich. Aber jetzt wusste er, woran er glaubt. So ganz bisschen wusste er nur, aber das bisschen, was er im Neuen Testament wusste, hat ihm die Sprache verschlagen. Zu Ende waren seine dummen Redensarten, zu Ende war das ganze Gerede, dass die Pastoren versagen, zu Ende war das Reden von nichts Genaues, weiß man nichts. Der geht heute und wird Missionar. Eltern verstehen ihn nicht mehr, seine Geschwister verstehen ihn mehr, kein Mensch versteht ihn. Der hat 1,5 Millionen Erbstück aufgegeben. Weil er einer Mächtigkeit begegnet ist, die ihm das ganze Leben verwandelt. Und nun frage ich jetzt am Schluss, was wollen Sie eigentlich? Ich darf das doch als Mann tun. Was wollen Sie? Was wollen wir hier miteinander? Bisschen spekulieren über Gott? Bisschen reden über diese und jene? Die Zeiten sind doch vorbei, merken Sie das nicht? Nein. Ich will mit Ihnen und Sie mit mir gemeinsam leidenschaftlich fragen, wer ist dieser Jesus? Wir wollen nicht schnell glauben, wir wollen nicht pausbäckig dagegen sein. Wir wollen hier fragen nach dem Größten, was jemals in der Welt verkündigt worden ist. Und wir wollen fragen, ob es wahr ist. Und wollen lesen, wer ist dieser Jesus und wer ist er nicht? Was gibt er und was gibt er nicht? Und wäre das der schlechteste Abend, wenn Sie, vielleicht ist das jeder für einen, wenn Sie heute Abend nach Hause gingen und sagen, ich will noch einmal Lukas 1 bis 24 lesen. Wie man ein Buch liest. Mit der Leidenschaft, wer ist das? Und ist das zu viel verlangt? Wenn ich Sie heute Abend bitte, sollten Sie nicht doch noch mal Lukas 1 bis 24 lesen? Und darüber nachdenken. Und ich meine, derjenige hat recht, der mir gesagt hat, ich glaube nicht einfach an Jesus Christus. Ich will erst mal wissen, wer das ist. Ich glaube, dass das sachlich ist.